meine größte Motivation weiterzumachen ist meine Mutter, da ich der sehr viel ermöglichen will. Ich weiß, ich kann ihr nicht alles ermöglichen. Und das, was die sich wünscht, das kann man ihr erfüllen, deshalb. Jeder sieht, ich bin ein Blockstar. Nicht nur Bullen folgen in den Blocken nach. Kyrus kommt wie Zombies, habe Blockstar. So, wir sind heute bei Bob, bei meinem Barber. Oder man sieht schon in der Kamera, glaube ich, der Vibe hier, Bruder. Hier ist sehr viel Afrikanisches. So, man fühlt sich zu Hause, wenn man hier ist, weißt du? Ich bin auf jeden Fall süchtig nach Haare. Ich muss meine Haare immer clean haben, Bruder. Ich gehe in der Woche so zweimal oder so. Seit wann lebe ich in Frankfurt? Ich denke, jetzt so fast ein Jahr. Davor bin ich in Neuss, war ich mein ganzes Leben in Neuss. Bevor ich nach Deutschland gekommen bin, war ich in Ghana. Das Gute an Neuss ist, ich kriege da sehr viel Liebe. Deswegen, die Leute da, die supporten komplett, die feiern das. Meine Familie, Gott sei Dank auch, die stehen komplett hinter mir. Hoffentlich sehe ich meine Familie bald wieder. Ja. Meine Freunde und ich sind sehr abenteuerlustig. Wir machen immer komische Sachen. Und manchmal rappen wir halt. Und dann kam Corona, da durfte keiner mehr raus. Ja, Mann, dann habe ich zu Hause angefangen, Texte zu schreiben aus Spaß. Bin damit rausgegangen zu meinen Freunden. Und ich dachte am Anfang so, ich rap jetzt, die lachen so, weißt du, wir lachen so miteinander. Aber die haben das auf Ernst gefeiert und haben mich auch dazu gezwungen, dann ein Insta-Video rauszuhauen, was dann auch gut durch die Decke gegangen ist. Dann mit der Zeit, das eine auf das andere. Jetzt bin ich hier, jetzt bin ich Rapper. Jeder sieht, ich bin ein Blockstar. Nicht nur Bullen folgen in den Blocken nach. Kyrus kommt wie Zombies, habe Blockstar. Wie wird man ein Blockstar? Indem du bodenständig bleibst, nicht vergisst, wo du herkommst, und trotz deinem Erfolg immer respektvoll und höflich anderen gegenüber bleibst. Vor allem den Leuten, mit denen du aufgewachsen bist, das ist sehr wichtig. Ich bin immer noch, auch wenn ich jetzt hier, man sieht mich jetzt als Rapper und so, ich bin immer noch bei mir in der Hood. Wenn meine Nachbarin kommt, ich helfe dir immer noch beim Tüten tragen, weißt du, was ich meine? Solche Sachen. Run Big Man down and Ching in his face again. Ich hab euch gesagt, ich mach sie mir klar. Sie ist eine 10 von 10 auf ersten Chin. Fuck noch ein Ching. Ich kann nicht vergeben. Ohren explodieren langsam, weil diese Bitch Dingers mir viel zu viel reden. Meine Goldbar ist, sie ist eine 10 von 10, da ich mit dieser Bar auch wirklich Gold gegangen bin. Ich weiß ehrlich nicht, wie das entstanden ist, ja. Manchmal schreibe Texte, ich denke mir, wie kommst du auf sowas überhaupt? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was es bedeuten soll. Ich glaube, ich habe einfach so gevibed, einfach aufgeschrieben. Früher habe ich mir nicht so viel Kopf um meine Texte gemacht. Mir ist das so egal, weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Aber ich glaube, es liegt auch viel daran, dass ich den Song gar nicht so gefeiert habe. Ich feiere den jetzt mehr, als ich den da gefeiert habe, weißt du, als er rauskam. Ja, was soll ich dir sagen? Ist halt ein krasses Gefühl, so, weißt du? Wenn du weißt, du bist einer von wenigen, der mit seiner ersten Single Gold gegangen ist, sogar dreimal. Und dann sogar noch dreimal Platin gegangen ist, das ist schon mies, ja. Früher wusste ich ja nicht, was es bedeutet, dieses Gold, Platin und so. Aber jetzt, wo ich es weiß, schon krass, ja. Ich kann nicht vergeben, Ohren explodieren langsam, weil diese Bestätigung ist mir viel zu geritten. Dankeschön! Boah, wenn ich Hunger habe, dann sollte man mich am besten in Ruhe lassen. Also wenn du Ruhe willst, dann lass mich in Ruhe, so ein Ding, weißt du? Ja. Ich greife zu Süßigkeiten jeden Tag. Alle paar Stunden, wo ich bin süchtig. Manchmal, ich esse nichts Warmes. Am Tag, ich esse nur Süßigkeiten, Waffeln mit Snickers oder ich weiß nicht, irgendwelche Beeren oder so. Ja, Mann. eine Goldbar für mich von einem anderen Artist ist bei mir auf meinem Song, der Part von Heady One, also beim 10 von 10 Remix. How bro tryna come around me when the tech on his ankles GPS. Das bedeutet so viel wie soll mein Kollege zu mir kommen, wenn diese Fußfessel an seinem Fuß GPS ist. Also, der darf sich nicht so frei rumbewegen. Ja, man, ich feier diese Bar. Das catcht mich auf jeden Fall jedes Mal, weil ich muss dann immer an meine Freunde denken, die Scheiße bauen und so, weißt du? Ja, man. In der Goldbar Playlist darf auf jeden Fall nicht fehlen Miki von Zaccavelli. Dann von Gasos neuem Album, Buddies, aus Frankreich, auf jeden Fall auch böser Song. Was haben wir noch da? Mrs. von Central C, auch krasser Song.
und Guapmann von Mena Santana, auch ein Franzose. Drill, ja Mann, und Colossa, auch böser Song, jeder kennt den schon von TikTok. Und Gemischte Feelings von Pajel, auch ein böser Song. Ja Mann. So. Boah, sehr korrekt, ja. Top, top, top. Killer, ja, sie ist eine 10 von 10. Ich küsse euer Herz. Vielen Dank.